Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Black Ego. Wir spielen Super Mario Mana Country 12 mit Blackie. Du hast doch selber gesagt, dass du Blackie bist. Was soll der Scheiß? Ich spiele mit Blackie. Wir spielen mit Blackie. Danke, dass ich mitspielen darf. Und damit sage ich auch mal freundlicherweise: Hallo Leute. Ah, es ist angenehm. Im letzten Part haben wir nämlich mega episch gewonnen. Und Doch, doch, war das schon hat mir so GG. gut gefallen. Ich weiß, was du meinst. Es ist einfach schön. Spielt sich's jetzt besser mit der Latenz? Oder merkst du keinen Unterschied? Ah, den da würde ich. Ich würde es genau. So, sehr schön. Du hast ja Okay. alles gemerkt. Du bist ja gar nicht so doof, wie du aussiehst. Nö, nö. So krank, alles gut. Da hat er dich Ey, erwischt. erster Versuch. Erster Versuch, Bing. Yeah. Wow, geil. Da freut er sich dafür. Ja, ist so. Donkey Kong ist einfach nur blöd. Hey. Und deswegen spiele ich Donkey Kong, genau wegen solchen Momenten. Weil es einfach nur mein Inneres widerspiegelt. So, zweiter Geheimgang. Los, schaffst du. I believe. Was? Der hat sich umgedreht, hast du es gesehen? Nein, du bist einfach nur drauf gestanden, als er aufgehört hat, unverwundbar zu sein. Wow, was war hier? Wow, jetzt geht's aber los. Hallo, der Ping ist jetzt. Der Ping ist jetzt normal, es spielt sich viel besser irgendwie. Ich wäre fast in das Fass gesprungen, als ich das gesagt habe. Hast du es gesehen? Ja. So, weil dann der nächste Gang war da, wo der wohl ganz oben auf der Treppe ist, ne? Warum rette ich eigentlich das Fass, wenn ich genau weiß, dass hier kein Geheimgang ist? Alter, hast du wieder zugebackt, ist das Fass? Moin. So, hier haben wir den letzten Geheimgang für das Level. Jetzt pass auf, dass du nicht außerhalb des Bildschirms ist. Ich wollte mal Jetzt sagen. wäre ich fast aus dem Bildschirm rausgelaufen. Und dann wäre Ego natürlich wieder schuld gewesen, weißt du? Bist immer schuld, egal was passiert, Dein natürlich. Gesicht ist schuld. Hey, mein wundersch. Du bist dran. Du bringst mich aus dem Konzept, du blöder Arsch. Natürlich, ich bin ja das Konzept. Das ist nicht so, dass du auf einem Lappen bist. Nein, ich bin toll. Bist du die? Vor allem, wir sind noch echt in den leichten Leveln. Das wird später echt schwer. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Einser auch schon so war, aber es gibt ein paar Level, die sind echt ein bisschen anspruchsvoll. Soll ich nochmal in den Geheimgang rüber? Nur erst nochmal? Soll ich nochmal in einen Geheimgang in den letzten? Sind ein paar Bananen und ich glaube, du kürzt ein bisschen was vom Level ab. Also du kannst schon, wenn du willst. Musst du jetzt Ja, ich nicht. probier's mal. Du spielst dich jetzt aber schon besser mit der Latenz, ne? Spielt sich einfach besser mit dem Gehirn. Oh fuck, oh fuck. Ich wollte gerade sagen, wollte es nicht gern. Ey! Du konntest da gerade stehen! Ich hasse die Hitbox, wenn dann kommen wir jetzt einfach so fett. Also was glaubst du, warum ich den Pisser nicht spielen will? Ey. Das ist aber auch unfair, ganz ehrlich. Das ist ganz schön gemein von Nintendo gegenüber fetten Leuten. Das war jetzt das Wichtigste in dem Geheimgang eigentlich. Ja, ist so. Das Donkey Kong-Fass. Ich hätte einfach weitergehen sollen, wenn ich das Level fertig gehabt und hätte mehr Level für mich, aber nö. Nö, 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 nö. Du hast es beim letzten Mal auch nicht recht mäßig verdient. Ey, doch. Okay, für das Leben habe ich es gemacht. Ich hatte das Gefühl, es ging von der Rote irgendwie gar nicht. Jetzt ich glaube, jetzt ist schon lange warten müssen. Ich weiß es nicht. Es sah gerade irgendwie so aus, als würde es nicht gehen, aber das So, ist ja nicht so ich schlimm. versuche den Scheiß jetzt hier nochmal. Nee, tatsächlich, geht mit dir nicht. Alter, wie assi ist das denn, ey? Ja, der Dicke kann halt nicht so hochspringen, der hat dafür andere Vorteile. Was hab ich denn bisher für einen Vorteil? Ich bin zu fett. Es gibt Gegner, auf die du direkt draufspringen kannst. Ja, wow. Das ist ein Vorteil bei einigen Leveln, glaub mir. Auf die So, und kannst du jetzt auch hole ich mir draufspringen, es das. passiert nur halt nichts.
Weißt du, wo mein Problem ist? Die Sachen, die du nicht kannst, die sind für dich nicht tödlich. Du springst auf dicke Gegner und es passiert nichts. Ich stehe irgendwo, wo du auch stehst und bin tot. Es gibt späte Situationen, wo so dicke Gegner auf so kleinen Plattformen sind. Was? Alter, jetzt gehe ich auf Nummer sicher, jetzt hat es fast doppelt so viel Power. Du kannst abklatschen, dann gehe ich in den Geheimgang. Wollte gerade sagen, geht in den Geheimgang. Vielleicht schaffe ich ihn ja irgendwann mal. Schauen wir mal. Das wäre natürlich ein Wunder, wenn du träumst, gell? So gut. Leben, das ist nur gebraucht. Wenn wir uns jetzt am Anfang jedes Mal von dem Level holen, dann ist es einfach G. Ja, genau. Das Problem ist, dass ich nur zu doof bin, um das zu schaffen. Ja, da kann ich jetzt schlecht was gegen tun. Das Gefühl, wenn das Fass von unten nach oben geht, ist das langsamer als von oben nach unten. Toll, die einfachen Stellen hat er vorher natürlich wieder bekommen. Natürlich. Das ist wirklich mega einfach. Ach, Quatsch. War echt hart, boah. Und dass du das jetzt einfach so easy durchziehst, okay, das ist einfach nur... Ja, was? Ja. Ach so! Ja klar, das schießt ja automatisch. Ich depp. Jetzt weiß ich, warum du vorher gestorben bist. Ach, ich depp. Ach, du bist so adept, ne? Warte, geh nochmal. Nein. Egal. Jetzt sein kann, dass dein Geheimgang ist. Geh nicht. Gut geworfen. Ich finde es so geil, im Hintergrund hört man irgendwas auf den Tisch knallen. Was okay. Sagst du sowas, ey? Boah, du bist so ein Assi, auf die Idee ich auch mal kommen können. Okay, ich finde, das ist schwer. Und warum ist dort eine Banane? Die ist so im Sinne von, ja, wenn du schon stirbst, dann hast du eine Banane. So ungefähr, ja. Hätte ja sein können, dass du hier das entscheidende Leben bekommst. Ich weiß aber nicht, ob du drüber springen kannst, weil du dicker, ziemlich dicker Oschi bist. Ich bin halt selber dicker Oschi. Ah doch, du kannst auch drüber springen. Okay, alles gut. Ja, ja, ja. Ja, weiß es nicht wieder. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen, weißt du? Die Spore vom Weizen. Letztes Aber Leben du lernst auch nicht dazu, ne? Ja, doch, ich hab die eine Stelle geschafft und jetzt bin ich an der nächsten. Lernen heißt, wenn man Fehler auf andere Situationen über dingsen kann. Jetzt kommen wir nicht mit sowas manchmal. Das ist vollkommen schwach bis jetzt. Alter! Du lernst auch nicht, ne? Ich dachte, das passt. Scheiße, wir werden schon wieder Game Over gehen. Alter, wieder in diesem Kacklevel hier, ich fass es nicht. Ist doch nicht so schwer. Also es ist ja echt nicht so schwer. Müssen wir einfach mal sagen, was es ist. Ist einfach blöde. Es ist halt Insta-Death überall. Es ist halt Donkey Kong. Es ist eigentlich mega... Es ist schon, bestraft schon hart. War knapp, ich hatte Schiss. So. Oh. Wow. Nein! Ah. Okay, das bestraft mich doch nicht so hart. Na, es ist auch eine blöde Situation. Ja, das war klar, dass das zu spät ist. Ja. Aber du hast es jetzt langsam drauf, ne? So langsam, ja. Jetzt. Sehr schön. Oh, fuck, Alter.
Wir brauchen irgendwie Lebens. Und wir haben wenig Bananen. Das sieht irgendwie. Ich hoffe, dass das nächste Ding in Speicher. Oh Gott! Fuck! Das ist schon schwer. Wow! Okay, Game Over. Ja, wir werden noch ein paar Mal Game Over gehen, das ist normal. Ja, auch. Das gleich starten. Wir machen in der Aufnahme gleich einen zweiten Versuch. Wow. Ich habe echt vergessen, wie schwer das Spiel ist. Und dass die Schwierigkeit. Darüber reden, dass diese Flugzeuge voll scheiße aussehen und nicht aerodynamisch sind. Die Schwierigkeit in dem Spiel ist ja eigentlich immer in einer Welt bis zum nächsten Speicherpunkt zu kommen. Das ist ja die einzige Schwierigkeit, die in dem ganzen Spiel eigentlich besteht. Es gibt ja sonst in dem Spiel nichts Schweres, weil wenn du Level einmal... Hä? Kann das sein, dass ich durch das Drücken von B, von dem Rollen, auch losschieße? Keine Ahnung, vielleicht. Weil ich halte das einfach so typisch Mario-mäßig aus Prinzip immer gedrückt. Durchgehend. Deswegen schieße ich wahrscheinlich auch dauernd automatisch los. Nee, ich halte es auch, durchgehend gedrückt. Dann weiß ich nicht, wo es bei mir liegt. Das ist nämlich einfach nur rausfällt, ey. Hallo? So. Ach, ist das schön. Aber ich hab das Gefühl, das Level hier läuft echt ein bisschen geschmeidiger jetzt in letzter Zeit. Ja, weil wir jetzt ein bisschen eingespielt sind. Wir haben ja auch eine Aufnahmepause gehabt zwischen diesem und dem letzten Part und alles. Da muss man ja auch jetzt ein bisschen reinkommen. Vor allem, ich spiele auch mega vorsichtig. Ich spiele überhaupt nicht Jump'n'Run-mäßig. Eigentlich müsstest du da richtig durchrushen und nicht so lahm wie ich spielen. Ja. Naja, so musst du rushen. So geht das einfach schneller. War gut, das stimmt schon. Ja, eigentlich müsstest du sowas wie ein... Hallo? Sowas wie ein Mittelpunkt der Eiskalt übersehen, weil du schaffst das Level jetzt eher. Wärst Schweine. Das weiß ich auch. Nur das Spiel weiß das noch nicht, deswegen gehe ich auf Nummer sicher und nehme den Mittelpunkt mal mit. Ja, das stimmt. Das ist manchmal auch schon ganz schön geil, wenn man den mal mitnimmt. Jetzt kannst du mal den Geheimgang mit den Beißsächern machen. Vielleicht stellst du dich da ja besser an als ich. Gar nicht mehr, Alter, der ist schon vorbei. Echt? Nee. Ja. Echt? Ach, stimmt. Da kommst du nochmal. Hopp, in Sicht. Ah, wir kriegen für das Kong zumindest ein Leben. Das stimmt. Sicht. Korrekt, gut gespielt. Oh. Ja, GG. Oh Mann, wir sind noch an den leichten Level. Das macht mir so ein bisschen Bammel. Mama. Da meint man immer fast vom Timing her nicht, ne? Ja, ist so. Nee, ich denke mal, ich drücke und dann ist es halt mein Kopf so, warte lieber noch diese halbe Sekunde, ist besser. Wie meint ihr jetzt scheiße, jetzt wirst du einfach direkt drauf. Ja, endlich spielst du mal. Hat funktioniert. Jetzt hoffentlich passt das. Wenigstens das N mitgenommen. Ich dachte schon, du triffst mich. Ich habe echt, das hat schon so auch so ein bisschen ausgesehen, wie so, ich mag nicht. Nee, also ich bin schon drauf. Ich versuche gerade schon auch ein bisschen das Spiel zu spielen und so carryen hier, weil mit dir wird das halt auch nichts, ne? Ah, doch, man hätte warten können. Das war bei mir vorher genauso. Oh, schön beendet. Und das aber jetzt auch voll verdient. Ausnahmsweise mal so. Ja, du musst jetzt sowieso wechseln am Anfang. Das stimmt, scheiße. Na komm. Na komm zu Papa. Das schafft jetzt hoffentlich auch, ne? Das ist immer extra Leben, das wir brauchen können. Ja, danke schön. Ist es gar nicht so schwer? Nee. Du musst halt nur predict. Du musst einfach nur wissen: K-O-N-G. Das kommt nacheinander. Einfach nur aus Mittelpunkt fassen und dann ist der Rest mir egal.
Du wolltest es unbedingt nochmal testen, ne? Ja. Warum? Um recht zu haben. Welchen Punkt, was hatten wir jetzt schon? Bitte was? Mit dem Punkt, das hatten wir alles gut. Ja, hatten wir schon. Ja. Ja, Blacky, ich bin so stolz auf dich, die Wipfelkommune. Das sah einfach so schön aus. Das Level ist, glaube ich, bisher mein Hasslevel. Ja. Also, bringt mich ein bisschen zum Tilten. Oh nein, das war einfach nur die Banane beim Weglaufen eingesammelt. Ja, das können sie. Okay, wow. Ich wollte da gar nicht ranspringen. Respekt ich bin aus dafür, Alter. Das lerne ich nicht. Das werde ich nie können. Das muss der Ego machen. Ich habe das Gefühl, nicht. In dem Fall, wenn das fast von oben nach unten kommt, ist es langsamer, als wenn es von unten kommt. Ach so. Also was machst du hier? Ich habe eigentlich glaubt, ich habe echt das Gefühl, dass sie fest in eine Richtung langsamer sind als das. Und das ist zum Beispiel von links nach rechts schneller als von rechts nach links gefühlt. Ich habe keine Ahnung. Also, für mich zumindest vom Feeling her. Das kann schon sein. Du hast jetzt genau denselben Fehler gemacht wie ich, ne? Du meinst einen sehr guten Zufall, der dafür gesorgt hat, dass das Scheiße passt. Die Banane da unten ist aber auch verwirrend, oder? Ja, ich wette, da unten ist ein Geheimgang. Naja, wir hätten jetzt schon Nachbarn gehabt. Nee, ich glaube, dass der Geheimgang direkt unter der Banane ist und wir werden immer rechts daneben hingeschossen. Das kann gut sein. Aber das behalten wir uns mal vor, wenn wir einen Safe-Punkt haben. So, bin ich gerade nochmal gestorben. Hier, ne? Mhm. Wow. Das ist normal, das Fass, alles cool. Okay, ich habe jetzt kurz gedacht, du kannst spielen. Wo ist das N? Das ist in dem einen Geheimgang, den wir jetzt immer überdingst haben. Glaubst du echt, dass da drin ist? Ja, das mache ich jetzt auch. Okay. Also obvious. Bananen verarschen einen eigentlich nicht. Mann, du kannst den Bananen trauen, Mann. Trau den Bananen, Mann. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst, okay. Nee, ich würde eventuell das rechte Fass nehmen. Warte, ich zeig dir, was ich meine. Ach, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, okay. Ja, wir können es ja nochmal nachspielen, das ist nicht so schlimm. Ja, soll ich jetzt... Nee, mach das ruhig, wie du meintest. Wir haben hier wieder zwei Leben jetzt. Eben. Alles cool, wir haben unendlich viel Leben. Dafür, dass wir das Level jetzt schon tausendmal geschafft haben, brauchen wir nichts befürchten. Ey, du hast den Party gerade geschafft, nicht mehr weh. Ja. Ja, du hast recht gehabt. Boah, gut gehabt. Aber ich wusste, dass da ein Ding ist. Das Fass war gerade irgendwie verglitscht. Das war einfach voll schwachsinnig. Ja gut. So. Jetzt. Ja. Ja. Ach komm, jetzt springt der. Ach komm, der ist doch gerade gelaufen, oder? Der springt immer kurz in deiner Fresse, ich hasse den Penner. Alter, ich hätte einfach rollen sollen. So. Was für ein Scheißspiel. Ich hoffe danach, nach dem Level, glaube ich, kommt noch ein Level, bevor der Savepunkt kommt. Also wir müssen danach noch ein ganzes Level eigentlich schaffen. Ich hoffe, das ist halt kein so ein Luft... Ja, aber es ist, glaube ich, das ganze Ding ist, glaube ich, ein Luftlevel. So, warte. Nein, hol dir unten den Geheimgang, ne? Ja, wollte ich machen. Ah, die Geheimgänge sind hier schon echt blöd zu finden. Ey, das ist doch... Jetzt geht's nicht.
Ja, nice. Sehr ah, gut. Richtig gut gemacht. Und noch ein Leben am Schluss geholt. Eh gut auf dich. Weißt du, du wirst jetzt langsam. Weißt du, vorher warst du so ein Pisser und jetzt bist du nicht mehr so ganz so ein großer Pisser. Du bist langsam so ein. Ja, du. Hast mich verarscht? Was denn? Ich lobe dich hier in höchsten Tönen. Habe ich gerade gelobt gesagt? Mach das vernünftig, Mann. Du warst früher ein Pisser, jetzt bist du kein ganz, ganz so großer Pisser. Ich lobe dich in höchsten Tönen. Nö, ist okay, Blacky. Also das mit dem Loben, das schlägst du am besten nochmal nach. Warte, warte. Und jetzt, genau. So, sehr schön. Gut, und jetzt nicht runterfallen. Oh Gott, das ist so schwer. Jetzt. Okay. Gut, 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 Ego. Alter, das sieht immer so knapp aus. Ja, ist echt so. Wow! Nein, 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 hol dir den nicht. Den ich kann hab, ich nur ich mit Didi holen und ich werde den nicht holen. Gut gemacht. Ich wollte doch echt noch gucken. Stopp, 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 wo geht's hin? Warte, geh zu Funky Flüge. Ja, stimmt. Flieg in die letzte Welt zum Speichern. Oh, schöne Sache. Jawohl. Okay, dann haben wir das geschafft. Und ich muss echt sagen, Ego wird echt gut und ich bin richtig stolz auf meinen kleinen Ego. Dein klein Ego? Ja, mein kleiner Ego. 34%, wow, oh, ein Drittel. Nice, ein Drittel, ja. Wir haben es schon. Gut, meine Freunde, dann war es das jetzt von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky und... Ego. Ciao, ciao.